So, hallo ihr Lieben, das ist Herr Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so weiter. Und weist nochmal hin auf die Bootcamps, die anstehen, wer da noch hinkommen will. Und heute haben wir etwas schwieriges Thema, vielleicht auch ein bisschen kontrovers. Und zwar heißt das, wie empathisch sind Empathen so, ne? Also es gibt ja oft so dieses Narrativ von Empath und Narzisst, wo wir ja auf diesem Kanal auch zunehmend weniger drüber reden wollen. Was natürlich nicht heißt, dass Persönlichkeitsstörungen verschwinden, aber man muss sie eben, da haben manche Angst vor, dass das dann verschwindet. Nee, es verschwindet nicht, aber man muss es eben, es reicht eben nicht, einen Begriff für alles im Leben, was einem, was man doof findet, zu nehmen irgendwie. Und aber heute wollen wir uns mal die andere Seite angucken, was ist denn eigentlich mit diesen Empathen, also wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich, das ist natürlich Empathie ist natürlich eine großartige Eigenschaft. Ich habe immer ein großes Schwierigkeit damit, wenn Menschen so nach außen tragen, ich bin mega sympathisch, hätte ich schon fast gesagt. Ich bin der größte Empath der Welt und ich weiß nicht was, ich bin so empathisch. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil natürlich, klar, wenn man empathisch ist, also erstmal ist ja immer, kennt ihr vielleicht, vielleicht auch aus meinen Kursen, immer die Frage, wie man so empathisch mit seinem Minuspolpartner ist, wieso ist man dann nicht empathisch mit sich selber, so, ne, und merkt einfach, dass man in solchen Beziehungen nicht gut aufgehoben ist. Aber ich wollte heute mal eine ganz interessante andere Sache beleuchten, wie empathisch ist man wirklich mit dem Partner, also was viele, ich rede jetzt mal in Folge, anstatt von Narzisst, von Bindungsängstler, sage ich mal nicht, dass es das Gleiche ist, aber ist ja häufig in diesen Plus-Minus-Beziehungen, wisst ihr ja, ne? Einer ist sehr co-abhängig, einer ist, ja, bindungsängstlich, egozentrisch, wie auch immer. Und ja, wenn ich jetzt sozusagen empathisch bin, was meine ich damit? Die meisten meinen damit so, ja, dass sie so mitfühlen mit ihrem Partner, dass er so Schwierigkeiten hat in der Beziehung, sagen wir mal, bindungsängstlich ist, was weiß ich, ne? Und wollen ihn dann gern retten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber und haben sozusagen dieses Mitgefühl mit ihm und dieses ihn retten wollen und aus seiner Bindungsangst befreien wollen, wird dann oft auch, ist ja gar nicht so ganz falsch, aber wird oft so mit Empathie dann gleichgesetzt, unter anderem so, ne? Aber ich habe mir mal so gedacht, das ist ja eigentlich ein Riesenirrtum, weil viele Menschen, die krass bindungsängstlich sind und oder ein bisschen egoistisch, leiden ja gar nicht darunter, ne? Also erstmal wollen die gar nicht gerettet werden. Und man stellt sich Bindungsangst ja häufig auch völlig falsch vor, als irgendwie jemand, der unbedingt in einer Beziehung sein will und hat dann aber Angst und leidet und er wird aber gerne in dieser Beziehung sein, aber er leidet so. So ist das ja gar nicht. Das zeigt sich einfach als Ambivalenz. Häufig ist drüber nachdenken, ob man in der Beziehung sein will. Desinteresse, die Beziehung dahinschleppen lassen, weil man einfach es irgendwie nicht so richtig fühlt irgendwie. Also aus Sicht des Minuspols schleppt, wie gesagt, ist das nicht so, dass man da einen riesen Leidensdruck hat, sondern für den schleppt es sich häufig dahin und er weiß nicht so richtig, was er machen soll. So, ne? Und da habe ich mir gedacht, wenn man jetzt wirklich so auf so einer hohen Ebene der Empathie hätte mit so einem Bindungsängstler, da würde man vielleicht auch sagen, ja, also wenn ich mich so richtig nicht reinversetze, wäre es vielleicht auch sogar aus dieser Sicht besser, wir beenden die Beziehung einfach, ne? Versteht ihr, was ich meine? Oder man sagt, ja, oder was weiß ich, man kommt in irgendeiner Weise entgegenkommen wir ja, das sind co-abhängig, aber man würde einfach verstehen, auch aus Sicht des Bindungsängstlers, dass das einfach nicht funktioniert, ne? Wäre das nicht auch eine echte Empathie, die würde natürlich zu dem Gleichen führen, was ich sowieso mal sage, dass man da ausgehen sollte aus diesen Beziehungen. Aber wäre das nicht ein tieferes Verständnis von Minus oder Menschen, die so gerade im Minuspol sind, als so ein
Mitleid retten wollen, in der Therapie schicken wollen, Bücher über Bindungsangst schenken wollen, so. Wäre das nicht eigentlich empathischer zu sehen, dass das auch aus Sicht des Minuspols überhaupt nicht, dass es einfach nicht funktioniert so, ne? Dass es einfach so nicht geht. Und ich glaube, wenn man diese Art von Empathie haben könnte, dass man sich wirklich reinversetzt, wie viele Bindungsängstler denken, ich glaube, dann würde man auch nicht mehr so viel drüber nachdenken, ob man noch in der Beziehung bleiben sollte, sondern wird einfach das Ganze einfach noch viel schneller beenden. Gut, jetzt wissen wir natürlich, es wird einem häufig nicht leicht gemacht, weil das ist natürlich auch eine Sache, die dann wenig kommuniziert wird aus vielen Gründen, will ich es auch gar nicht bewerten. Und man kriegt natürlich häufig eben nicht so einen Einblick, was viele Bindungsängstler wirklich denken, weil das wird auch schon wieder Nähe herstellen oder ist denen auch peinlich oder sie wollen den Ärger auch nicht schlucken, den das bedeuten würde. Insofern, ja, aber wäre das nicht auch eine krasse Form von Empathie, dann auch unter diesen ganzen Worten, die vielleicht nicht ganz korrekt sind, zu spüren, was ein Bindungsängstler wirklich denkt. So, ja, einfach nur mal ein paar Gedanken. Freue mich mal über eure, was ihr so dazu denkt, wenn ihr das mal in die Kommentare schreibt und natürlich weiter wie Abos da lasst, dass wir mal auf die 30.000 kommen. Ja, viel mehr wollte ich heute eigentlich gar nicht sagen. Einfach nur mal ein paar euch ein bisschen teilhaben lassen an Sachen, wo ich so in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.